Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir ist jetzt Dr. Christoph Wenisch. Er ist Infektiologe und Leiter der Infektionsabteilung am Kaiser-Franz-Josef-Spital. Schönen guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Ich glaube, mittlerweile muss man sich eh kaum noch vorstellen, weil Sie sind sicher einer jener Infektiologen, die dieses Jahr uns dieses Coronavirus hier in Österreich am nächsten gebracht haben. Danke auch vielmals, dass Sie noch einmal gekommen sind jetzt am Ende des Jahres. Herr Dr. Wenisch, ich würde gerne starten mit der aktuellen Corona-Situation. Jetzt haben wir seit 3 Tagen unter 2000 Neuinfektionen. Trotzdem steht ein 3. Lockdown vor der Tür. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein? Naja, das ist ein sehr positiver Trend. Gell. Wir kommen auf das Niveau im Dezember, auf das Niveau von Oktober. Aber auch dieses Niveau war bereits zu hoch. Ja. Hat uns ja dann diesen fürchterlichen November beschert, wo so viele Menschen dann letztlich auch ihr Leben haben lassen müssen, weil sie sich infiziert haben. Für mich sind 2000 Fälle noch immer viel, viel zu viel. Und ich denke, dass politisch, ich bin ja kein Politiker, aber ich denke, was sich die Politik gedacht hat, sie preist quasi bereits diese Weihnachtsfeiertage und vielleicht auch sogar Silvester ein in diese potenzielle Fallzahlentwicklung, die sich dann im Jänner abspielt. Ja. Und weil man da ja doch, ob wir wollen oder nicht, es werden vermehrt soziale Kontakte sein und damit wieder das Infektionsrisiko für uns alle Österreicherinnen und Österreicher eben auch steigen. Und das ist vermutlich aus meiner Blickwinkel die Rationale hinter diesem 3. Lockdown. Jetzt sind die Infektionszahlen ja das eine. Das andere, wo ja mittlerweile eigentlich alle sagen, das ist viel wichtiger, ist dann die Situation in den Spitälern, insbesondere auf den Intensivstationen. Wie schätzen Sie die denn momentan ein? Weil das war ja Ende November, Anfang Dezember wirklich prekär, muss man sagen. Ja. Da gab es vereinzelte Intensivstationen, die an der absoluten Belastungsgrenze. Wann hat sich das mittlerweile wieder etwas beruhigt? Na, dass ich sage, es ist jetzt beruhigt, das wird dauern, wenn diese Krankheit eine Krankheit geworden ist wie Grippe. Ja, und auch da ist es so, dass wir in diesen Grippezeiten ja immer wieder Überlastungen hatten. Ja. Also jetzt nach den Semesterferien typischerweise, ja, so war das immer. Das heißt, die Intensivstation ist immer ein gewisses Nadelöhr in gewissen Zeiten und Unterlastung hat es auch gegeben. Ja. Das war im Sommer, ja. Da waren eben weniger Infektionen, dadurch eben weniger Bedarf für Beatmungsbetten. Jetzt sind viele Infektionen mit viel Bedarf an Beatmungsbetten und das reduziert sich. Aber gleichzeitig darf man eins nicht vergessen, es werden ja nicht dringliche Operationen aufgeschoben. Ja, und die müssen wir auch behandeln und brauchen dann mitunter auch passagier eine intensivmedizinische Versorgung und die dürfen wir nicht schlechter behandeln. Also insofern Auslastungsproblem werden wir auf der Intensivstation immer haben. Ja, also es wird immer sozusagen eine Problematik sein, aber das gehört auch so. Das ist quasi, nachdem das so wichtige und so teure Betten sind, da müssen wir die auch ordentlich verwenden. Wie viele Corona-Patienten werden denn derzeit bei Ihnen im Kaiser-Franz-Josef-Spital aktuell behandelt? Ja, wir haben 2 Einheiten, die jeweils aus 50 Normalpflegebetten in etwa bestehen, 10 Überwachungsbetten und 10 Intensivbetten und die sind beide voll. Mhm. Ja, das muss auch so sein, weil wir die primäre Anlaufstelle sind in Wien und dann sekundäre und tertiäre Anlaufstellen, so ein Stufenplan ist gemacht worden von der Generaldirektion, der ist aber jetzt schon am Zurückschrauben. Ja. Das heißt, manche Krankenhäuser, das ist ja auch ein Riesenvorteil mit diesem großen Wiener Gesundheitsverbund, dass man hier kommunizieren kann zwischen den Krankenhäusern und sich die Leistung, wenn es einem schlechter geht, dann hilft der andere aus und so wird das auch verteilt, auch mit der Wiener Rettung. Die Zusammenarbeit, muss ich sagen, ist in Wien da sensationell. Das sind manche Hürden, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Ich mache den Job ja schon länger, ja, wo dann die geistlichen Häuser gegen die nicht geistlichen und so weiter, die sind ganz einfach weg. Ja. Es ist ein Zusammenhelfen, das sich jetzt vor allem in dieser zweiten Welle sehr gut gezeigt hat. Also ich kann Ihnen nur berichten, wir haben zum Beispiel so viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt drankommen sind, ja, die da geholfen haben, die Pandemie mit zu behandeln, also quasi auch ins Covid-Team eingestiegen sind. Die haben alle hospitiert ein paar Tage bei uns. Wir haben so Skype-Konferenzen gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben und gesagt, so machen wir es.
das ist was Gescheites, das ist was weniger Gescheites. Und das Wesentliche war ja auch dann zu sehen, dass man ein bisschen die Angst managen kann. Gell? Die Kolleginnen und Kollegen haben ja alle natürlich Angst, vor allem dann, wenn du das noch nicht gemacht hast. Aber wenn man sieht, okay, so machen die das, so kommen die da durch, ja, und das sind einer, also wir sind einer Menschen, ja, aber nichts Besonderes, ja, logischerweise, dann sieht man ein bisschen, aha, so könnte es gehen und das kriegen wir auch hin. Ja. Also quasi, wie es halt so ist, es kochen alle mit Wasser. Ne? Apropos Kochen mit Wasser, Sie haben ja, nicht nur Sie, generell die Medizin hat in diesem Jahr sehr viel gelernt über Covid, auch wie man es behandelt. Wenn Sie vergleichen im März die ersten Corona-Fälle bei Ihnen im Spital und jetzt, wie wird da auch unterschiedlich damit umgegangen und wie ist es auch für Sie persönlich? Ist das mittlerweile zur Routine geworden für Sie? Also bei uns ist es im Frühjahr schon eine Routine gewesen und zwar sogar sichtbar, nämlich als das Pflegeteam begonnen hat, Coronaviren zu häkeln. Ja, bei uns ist so eine Tradition, dass verschiedene Bakterien und Viren immer da im Pflegestützpunkt herumkugeln und jetzt hängen bei uns da lauter Coronaviren so lustig gehäkelt. Und das ist immer das Zeichen dafür, dass man was akzeptiert und so war auch die Stimmung. Ja, am Anfang war es natürlich aufregend und man wusste nicht, wie viel Personal brauchen sie, wie viele von diesen Schutzanzügen, wie soll man das jetzt optimal quasi managen, nachbesorgen und. Das sind so viele Details im Hintergrund. Wer hat sie angesteckt, wie gehen wir da vor, wie kommen wir da drauf? Das hat sich alles eigentlich schon bis in den April, Mai geregelt und seitdem ist es Routine. Und wir haben etabliert, zum Beispiel am Montag trifft sich immer die Forschungsgruppe. Das heißt, das ist ganz wichtig, weil man dort die neuen Ergebnisse, die es auf der Welt irgendwo gibt, dann sofort unseren Patientinnen zur Verfügung stellen kann. Am Dienstag und am Donnerstag haben wir zwar schon fix, ja, wo man die Fachärzte sich treffen, komplizierte Patienten beraten, wie man dann da weitergeht. Und so hat es mir und uns letztlich auch sehr geholfen, dass wir so eine große Facharztgruppe sind. Ja. Es sind 36 Ärzte, davon fast die Hälfte Fachärzte, die da zusammensitzen und die Köpfe sich zermartert haben, was jetzt der richtige Weg ist für jeden Patienten. Quasi, dass wir die maßgeschneiderte Therapie zu dem definierten Zeitpunkt bekommen. Und das ist eine eindeutige Erfolgsstory. Ja. Also wir wissen jetzt, an welchen Schrauben wir drehen können, ja, wo es einen Sinn macht, in welcher Situation und welche man nicht dreht, wo es auch sinnlos ist. Und haben zeitgleich natürlich alle Patienten in einer Studie drinnen, die wir gemeinsam mit der Universitätsklinik machen, sodass wir auch kontinuierlich von diesen Erfahrungen jetzt nicht nur quasi so, was kriege ich mit selber, ja, sondern auch auf dieser Metaebene, indem wir die Patienten Prospektive eben anschauen, lernen können gemeinsam. Jetzt gibt es immer mehr Meldungen, dass es häufig auch zu Infektionen in Spitälern kommt. Ja. Stimmt das? Ist das bei Ihnen im Spital beispielsweise auch der Fall gewesen? Natürlich. Da gibt es eine sehr einfache Studie. Und zwar, das ist gemacht worden in Schottland. Und die haben dort bisschen im Wesentlichen so aufgestellt wie wir, ja, also auch Krankenhaus, Schutzanzüge und so weiter und gehen da mit den gleichen Bedingungen zu den Patientinnen und Patienten, auch mit den gleichen Stationen, Intensiv-, Normalpflege-, Überwachungsstationen und so weiter. Und die haben in dieser Studie gezeigt, dass du ein dreifach erhöhtes Risiko hast, als Gesundheitsarbeiter dich anzustecken, als wenn du nicht Gesundheitsarbeiter bist in dieser Kohorte. Ja. Und jetzt kommt's, und das ist wichtig, und der Semmelweis schaut jetzt gerade uns beiden zu, ja, da musst du ja immer überlegen, als Spitalsarbeiter, wie viel trage ich selbst dazu bei, eine Infektion jetzt von A nach B vielleicht zu übertragen, indem ich es jetzt habe und gar nicht mitbekomme. Ja? Und in dieser Analyse, die Engländer haben das sehr gut analysiert mit diesen 300.000 Gesundheitsarbeitern, ist gezeigt worden, dass 17% aller Spitalspatienten irgendwie einen Bezug zu einer Infektion eines Gesundheitsarbeiters haben. Das bedeutet, dass wir als Menschen im Krankenhaus, die da arbeiten, eine besondere Bedeutung haben hinsichtlich auch der Übertragung der Infektion. Das heißt nicht nur auf der einen Seite, ich muss alles tun, dass ich es halt nicht selber kriege, ja, im Eigenschutz, also Maske aufsetzen, Hände desinfizieren und so weiter, sondern auch, dass andere nicht kriegen von mir, ja, dann zu Hause und dass ich das dann zu Hause so weiter übertrage, all das gibt's. Und deshalb ist für mich ja auch jetzt dieser Sonntag so ein schöner Tag, ja, wo ich endlich, ja, haben wir diese Impfung und ich erinnere an das Bild, dass wir dort, also ich kann das so nachvollziehen in Israel, wo die Kollegen das gekriegt hat vor wenigen Tagen, ja, wo sich so gefreut haben, weil die wissen, auf der einen Seite habe ich kontinuierlich Arbeitsrisiko, wenn ich da reingehe, jetzt arbeiten zu den Patienten, eh klar, das will man ja nicht haben, das ist nicht gewohnt, wie ein Hornhaut oder so, ja, das, da bützt sich nichts, ja,
Und auf der anderen Seite kann also das Risiko, jetzt die Angehörigen anzustecken und dann da irgendwas Cluster zu bilden, die dann wiederum Patienten generieren. Und wenn wir das so jetzt endlich beherrschen können, dann ist das schon ein ganz toller Ausblick. Und für mich ist das wirklich das allerschönste Weihnachtsgeschenk, das ich jetzt persönlich kriege, dass diese Impfung so schnell, ich halte das für eine menschliche Wahnsinnstat, ja, also quasi diese Mondlandung da vor ein paar Jahren, ja, ist nichts im Vergleich zu dem dagegen. Ja. Also ich halte das wirklich für eine Sensation. Das bringt uns sehr, sehr viel. Jetzt werden Sie und Ihre Abteilung einer der Ersten sein, die diese Impfung in Österreich bekommen. Ist man da irgendwie ein bisschen nervös oder wie fühlt sich das an? Oder ist es eher die Vorfreude in dem Fall? Ja, also die Dankbarkeit ist das Gefühl. Ja. Also die Dankbarkeit, dass ich aus politischen Kreisen, dass wir da ausgewählt worden sind und dass wir da das bekommen, ist eine riesige Dankbarkeit. Ja. Das Zweite ist hinsichtlich des Risikos. Das habe ich eh schon ein bisschen ausgeführt. Also es haben wir ein persönliches Risiko, dass man sich ansteckt wegen einem Beruf. Ja. Es ist ja so, wenn ich Lastkraftfahrer bin, würde ich ja auch nicht fahren ohne Führerschein. Ja. Und so sehe ich es, ich mag jetzt nicht ohne Impfung da weiter tätig sein und weil ich mich dauernd anstecken kann. Und das Zweite ist, dass ich diese Verantwortung, deshalb habe ich den Ignaz Semmelweis erwähnt, der uns die Händehygiene beibracht hat, uns Ärzten früher mal auch gesagt, der Gentleman's Hands are clean, ja, brauchst du nicht waschen, ne? Ja, sind eh sauber. Ist auch natürlich ein Blödsinn, wenn ich sie übertragen kann. Ne? Also jetzt wissen wir endlich, wir müssen desinfizieren und natürlich müssen wir uns auch impfen, damit wir die Infektion nicht in andere Patienten bzw. auch Angehörige und so das dann weitertragen können. Also das ist für mich, das ist so drückend, ja, dieser Vorteil, den ich da habe, dass ich die potenziellen Nachteile, die natürlich da sind, neue Impfung, keine Ahnung, wie die nebenwirkungsmäßig, Langzeitwirkung und so weiter, was das hat, dass das eindeutig überwiegt. Aber Sie als Arzt und als Experte würden auch jedem empfehlen, sich impfen zu lassen? Naja, ich würde so, die Möglichkeit hat. Ja, ich würd so sein, dass dieser Stufenplan, der ist ja mathematisch berechnet und völlig transparent und wunderbar nachvollziehbar, weil die Vulnerabilität das entscheidende Kriterium ist. Also wenn ich verletzlich bin für diese Erkrankung, ja, wenn ich einen schweren Verlauf habe, also hohes Lebensalter oder so Menschen wie oder Pflegepersonen, die das halt eintragen können im Pflegeheim und so weiter, dann habe ich da wenig zum Diskutieren. Ja. In einer späteren Phase, ja, muss man sich jetzt anschauen, nach weiß nicht, 1 Million sind ja jetzt eh schon geimpft oder 500.000 jetzt in UK, wie hat das da funktioniert? Und dann sind andere Bevölkerungsgruppen, kommen dann auch dran. Ja. Also ich denke schon, dass wir jetzt so aus den Erfahrungen der anderen ja lernen können, wenn da nichts ist, ja, dann natürlich ist das für alle Menschen okay, es sei denn, dass sie gar nicht analysiert worden sind. Also es gibt Bevölkerungsgruppen, die hat man gar nicht angeschaut, ja, wie zum Beispiel Kinder oder unter 16-Jährige oder beziehungsweise unter 15-Jährige mit einem anderen Impfstoff. Sie sagen noch abwarten. Nein, die kommen nicht an. Die kommen jetzt nicht an. Ja, die sind nicht analysiert worden. Die Studien laufen. Das muss man abwarten. Und dann kommen die Kinder dran. Und da ist jetzt auch kein großer Bedarf, weil ja die Kinder ohnehin einen sehr leichten Verlauf haben. Ja. Das Wesentliche ist, ja, die können andere anstecken, richtig. Aber wenn wir geimpft sind, die anderen na, dann nicht mehr. Wie ist es denn Ihrer Meinung nach? Ist die Impfung wirklich dieser große Gamechanger für 2021? Werden wir damit die Pandemie besiegen können? Wir müssen. Also nicht die Impfung, es sind ja mehrere, die jetzt kommen, aber es ist genau das, was passieren wird. Mhm. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt so oder so oder links oder rechts oder oben oder irgendwo hin mutiert, das ist völlig egal. Die Impfung wird das sein, was die Geschichte repariert. Und wir müssen halt das hinkriegen, dass möglichst viele Menschen geimpft sind. Mein Blick ist jetzt für das nächste halbe, dreiviertel Jahr, dass das so eine quasi reiseassoziierte Erkrankung wird. Ja, für die Leute, die sich halt nicht impfen lassen. Also ähnlich wie früher die Hepatitis A oder die Malaria. Nicht? Wenn ich ein Malaria-Gebiet fahre und keine Prophylaxe nehme, dann fasse ich das, kann ich es ausfassen, bringe das dann mit. Und genauso wie wenn ich eine Impfung habe und in einem Gebiet, wo halt Covid noch zirkuliert, ja, in ein, zwei Jahren wird das ja irgendwo noch der Fall sein, und fasse das dann aus, dann wird das so eine Reiseerkrankung halt werden. Wann glauben Sie denn, dass wir wieder zu einem normalen Leben zurückkommen können? Der Bundeskanzler sagt ja immer, der Sommer 2021 wird. Ja, ich glaube, dass die Fallzahlen werden zurückgehen, wenn es wärmer wird. Das wird einmal schon positiv sein. Zweitens haben wir ja dann die Impfung. Das werden schon gewisse Bevölkerungsgruppen auch verwenden. Und dann wird man sehen, wie sich die Erde erholt. Gell? Mhm. Also ich glaube, dass uns Österreich ziemlich erwischt hat wegen dem Tourismus, ein Riesenthema bei uns.
weil da Wirtschaft dran hängt. Und wenn man das halt nicht machen kann, dann auch die Kultur auch ein Riesenthema. Also ich glaube, das wird schon eine Zeit lang dauern, bis sich das eben normalisiert. Ich denke, ganz normal wird es nicht mehr werden. Warum? Weil wir mehr gelernt haben. Also weil wir mit dieser molekularen Erregerdiagnostik, also früher hat es geheißen, es hat eine Lungenentzündung. Ja? Aber jetzt sagst du, das ist Covid oder Influenza oder Pneumokokken oder Schlag mich tot, ein spezifischer Erreger. Das heißt, man gibt dem Ding einen Namen, der viel genauer ist als noch vor ein paar Jahren. Und das ist jetzt leicht möglich. Gell? Früher war so, drauf zu kommen, dass eben eine Influenza ist, das hat, also ich als Student weiß, das ist überhaupt nicht gegangen, ja, im Regelfall. Ja? Da muss eine Studie machen, nicht? Aber Grippe haben wir auch gehabt, ja, damals. Und jetzt geht das, jetzt kann man das fast zu Hause machen wie Schwangerschaftstest. Und das ändert, denke ich, unser Bild, wie man Menschen mit der Infektiosität umgeht. Okay. Also ich bin erinnert an die Situation, die ich als Student erlebt habe, als HIV gekommen ist. Ja, das war auch, da ging es auch sehr viel um Sexualität und Kirche und was tun wir und so weiter. Weniger um Maske, mehr um Präservativ. Was, ja. Aber es war schon, es war eine Disruption da. Und das hat sich dann in verschiedenen, es war ähnlich. Ne? Da gab es also die einen, die Befürworter, die Gegner, dann die Verschwörung, die Apokalyptiker, das hat es alles gegeben. Ja? Also wir machen das jetzt 40 Jahre später quasi wieder durch, ist völlig normal. Ich denke, dass mit den Informationsmöglichkeiten, die wir haben, ja, und mit der geschwinden Impfung jetzt, ja, dass wir da rascher in eine sogenannte Normalität reinkommen. Aber es wird doch ein bisschen anders sein, als eben vor der Zeit, wo es den Erreger gegeben hat. Ähnlich wie bei HIV. Was uns alle am Sonntag ziemlich geschockt hat, ist, dass dann plötzlich diese Meldung gekommen ist mit dieser Virusmutation, die da jetzt in Südengland sich vermehrt ausbreitet. Und es gibt jetzt auch schon einige andere Länder in Europa, wo sie nachgewiesen wurde. Wie schätzen Sie die denn ein, diese Virusmutation? Wie gefährlich ist die? Also ich kann nachvollziehen, dass man diese Grenzen jetzt geschlossen hat, einmal als Akutmaßnahme. Ja. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Und man muss die biologische Relevanz der Mutation sich anschauen. Ja, das ist völlig ungeklärt. Also was das jetzt biologisch bedeutet für das Virus, das ist unbekannt. Das, was die Impfstoffproduzenten sagen, dass das, nachdem also so viel Immunität erzeugt wird gegen so viele unterschiedliche Bestandteile eben dieses Andockmoleküls, ist diese eine Mutation völlig wurscht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Impfung nicht geht, ist fast null. Also die Impfung wird auch bei dieser Mutation ja, sogar helfen. Die jetzt kommt am Sonntag, die sollte daher, wie es eh wurscht, wir haben es eh nicht im Land, momentan, ja, sagen die Leute, die das sequenzieren. Aber es ist da, natürlich muss man vorsichtig sein, weil man muss ja das Virus sequenzieren, um wirklich drauf zu kommen, wie das genau ausschaut. Das macht man fast nie. Ja. Das heißt also, es könnte sein, dass wir es noch nicht entdeckt haben, obwohl wir es schon haben. Ja. Das kann passieren. Aber ich sehe mit den Mutationen beim Coronaviren grundsätzlich kein wahnsinnig großes Problem. Es ist ein natürlicher Vorgang, was die sowieso machen. Es ist ja auch zum Beispiel gesagt worden. Also eigentlich für einen Experten wie Sie ist das eh normal. Dass das wird immer kommt. Wieder. Ja. Hat Sie jetzt nicht überrascht, dass sowas auftritt? Wir haben jetzt den ganzen Sommer und auch jetzt zu tun mit dieser Ischgl italienischen Mutante aus dem chinesischen Virus. Ja? Also das ist ja wohl dort entstanden, hat dort schon mutiert, war dann schon besser übertragbar und jetzt ist ja da wieder eine andere Mutation entstanden, die Übertragbarkeit. Ich glaube, dass diese molekularen Virologen da ziemlich nachhinken. Ja? Die Erstbeschreibung war im September, jetzt wissen wir es, Ende Dezember. Ja. Und das klingt natürlich für mich ein bisschen so mal mit einem politischen Spin. Ja. Wir haben eine Brexit-Zeit, ja. Wir haben da Themen drinnen. Dass man den Briten einmal zeigt, was ist, wenn die Grenzen zu sind. Ja, ich weiß, es wirkt schon komisch, wenn die draufkommen im September und jetzt erfahren wir es. Ja. Also da kann schon eine gewisse politische oder mediale Tangente auch sein. Das hat nicht mit purer Wissenschaft zu tun, dieser Zeitpunkt. Rechnen Sie eigentlich noch einmal mit einer dritten Corona-Welle, also dass das dann im Frühjahr, im Februar noch einmal hochgeht, das Virus, oder werden wir es durch Tests, durch Impfung, durch Lockdown jetzt in den Griff bekommen? Das hängt von uns ab, von den Menschen, gell, wie sich die halten. Ich glaube, dass es so viele gibt, die wirklich brillant jetzt verstanden haben, ja, aber manche haben ein bisschen länger gebraucht, ja, sind immer noch im Konzert gewesen, singen und so weiter.
obwohl wirklich jeder gewusst hat im Sommer, dass man sich dort brillant anstecken kann, und haben ihre Cluster erzeugt oder was hat es gegeben in Bundesländern dort, diese Garagenpartys und so Sachen. Also ich glaube aber, dass man das, ja, haben es halt nicht gleich gewusst, haben ein bisschen länger gebraucht. Jetzt kommt es darauf an, ob wirklich alle das verstehen, ja, was das heißt, ja, auf Intensivstation zu sein, was das heißt, langfristig so unglaublich müde zu sein, ja, was das heißt, eventuell auch längere Zeit eingesperrt zu sein, diese Hilflosigkeit dann zu verspüren. Also ich weiß nicht, wenn es jeder kapiert, worum es geht, ja, dann, und sich dann möglichst wirklich versucht zu halten, so schwer das auch ist, ja, das, und so mühsam das ist, dann ist meine Hoffnung, dass wir halt mal ohne diese Lockdownisierungen wieder auskommen, weil es kann, wenn das wieder steigt und dann haben wir die vielen Toten. Ich glaube, dass kein Politiker und wurscht, welche Partei jetzt das möchte, dass Menschen an so einer Infektion sterben. Also bemühen sich alle, ja, haben natürlich ein schlechtes Image, weil Lockdown, wer will denn das schon machen, ja, Wirtschaft schädigen, das ist ja ein Wahnsinn letztlich, ja, das geht ja jedem auf die Nerven und um und um, aber das ist halt eben genau das, was abgewogen wird jetzt kontinuierlich, und jedes Land bemüht sich da auf seine Art und Weise, das zu tun, machen eh alle das Gleiche. Ja. Aber aus dem Thema, dass man da jetzt irgendwas verordnen muss und wieder Notstand und irgend so Sachen und Zwangs, so irgendwas, ja, kommt man nur raus mit Immunität. Ja. Das ist völlig klar. Das heißt, das Zielbild ist klar und da muss man halt hin zu dem Zielbild. Und desto schneller wir dort sind, desto schneller sind irgendwelche Repressionen, die wir jetzt irgendwie ertragen müssen, damit wir unsere vulnerable Bevölkerung schützen, das sind halt notwendig. Ja. Wenn die jetzt auch zum Beispiel alle geimpft sind, alle 70-Jährigen, dann denke ich mal, ja, dann ist schon mal die halbe der Mitte ist schon zu alt dann. Jetzt sagen die Mediziner ja, die Impfung ist das eine, aber wichtig, ja, oder genauso wichtig ist auch das Medikament. Wie ist denn da der Fortschritt bei den Medikamenten? Die Medikamente, die haben eine tolle Evolution hinter sich gebracht. Es gibt eine ganze Liste, die untersucht wird. Es gibt jetzt eines, das ist zugelassen, das ist das Remdesivir. Mhm. Das geben wir viel früher, als wir es gegeben haben am Anfang. Also wir geben es wirklich in der ersten Krankheitswoche. Das ist ja von einem Österreicher mitentwickelt wurde, glaube ich sogar, nein, oder? Nein. Ja, das hat, ja, ursprünglich. Ja. Also hat, ja, stimmt, ja, für Ebola das mitentwickelt. Aber schon lange her. Ja, das ist schon lange her. Ja. Aber jedenfalls, dieses Remdesivir, das ein zweites hat nämlich auch Österreicher mitentwickelt. Ja. Und von dem erwarten wir noch mehr übrigens. Ja. Das geben wir früher, da wirkt es auch. Ja, wenn ich spät gebe, ist völlig wirkungslos. Ja. So haben wir es am Anfang gemacht und das hat ein bisschen eine Verwirrung erzeugt. Aber frühzeitig ist ein gutes Medikament. Das zweite ist, dass das AP01, ja, das der Benninger, den Sie eh auch hier schon hatten, im Studio, dass der entwickelt hat, per Zufall mehr oder weniger bereits 2003, und dass ihm die Möglichkeit, das ist ja genau das Molekül, wo das Virus andockt. Ja? Und das haben sie hergestellt und da haben wir jetzt die Studie abgeschlossen, schon Ende November. Die Daten sollen gesagt worden ist am 25. Ich denke, das wird ein paar Tage später sein. Die Daten von dieser Phase 2-3-Studie sollen fertig sein, ja, mit Jahreswechsel. Und wenn sich da herausstellt, dass das haben wir bei den schweren Fällen eingesetzt, ja, also dass der Gamechanger dort ist, dann ist es wirklich, dann gehen wir wirklich mit, zwar nicht mit einem Rausch, ja, ins neue Jahr, aber mit einem Rausch vielleicht vor Freude, weil wir wirklich zwei Möglichkeiten haben, auf der einen Seite eine Impfung verhindern und auf der anderen Seite eine sensationelle Therapie. Das ist wirklich Therapie. Die gute Nachricht, es, ja, gibt eine Impfung und es gibt Medikamente, also richtig, bei beiden, ja, sind wir eigentlich kurz vor dem Durchbruch, oder, ja, es ist de facto da, muss man sagen. Ja. Also der Durchbruch, dass ich eines machen kann, nämlich ähnlich wie wenn einer blutet, ich binde das ab und das Blut stillt, genauso hätte ich es gern. Ja. Also es kommt einer, der hat ein gewisses Krankheitsstadium, ich gebe ihm die Therapie, der bleibt dort stehen und dann beginnt die Heilung. Ja. Also so weit sind wir noch nicht. Ja. Wir geben oft der Therapie, die Krankheit schreitet trotzdem fort. Ja. Mhm. Also solange wir noch nicht dort sind, sage ich nicht, das ist noch nicht gegessen. Ja. Aber es sind die Schritte in die richtige Richtung gegangen worden. Ja. Also bei vielen Aspekten, ja, von der Krankheit. Herr Dr. Wenisch, abschließende Frage, noch eine persönliche, ja, Frage. Dieses Jahr 2020 war für uns alle ein hartes Jahr. Ja. Für Sie war es nämlich ein besonders hart. Ja. War es das härteste Jahr Ihrer beruflichen Karriere? Nein, das war's nicht. Es war vom beruflichen Inhalt sehr herausfordernd. Ja. Aber das härteste, ich hatte einmal mit einem Oberarzt, mit so einer Oberarztgruppe hatte ich einmal so eine Auseinandersetzung. Ja, da ging es um die Übersiedlung der Abteilung vom einen in den anderen Pavillon, der Leistungsprogrammerweiterung.
Und da sind die Intrigen, da sind die Fetzen geflogen. Da geht es um Emotionen, da war es um menschliche Sachen, da ist jetzt gar nicht um Medizin gegangen. Ja. Und das war persönlich anstrengend. Also, das ist, also wenn man mit den Kollegen ein Problem hat, dann ist das oft das anstrengender. Mit Kollegen streiten ist schlimmer als Corona. Ja, das war damals wirklich, also auch rückblickend anstrengender. Weil da haben wir jetzt einen Feind, ja, den muss man behandeln und da wissen wir, muss man uns einsetzen. Ja. Und das ist ein gemeinsames Ziel und auf das arbeiten wir hin. Ja. Und das tun wir wirklich also über die Berufsgruppen auch hinaus und das macht auch eine Freude, vereint einen ja auch nicht, das, also sowas. Aber ein Kollegenstreit, das gönne ich niemandem, das ist manchmal Ärger. Ja. Herr Dr. Wenisch, vielen Dank für den Besuch im Studio und noch einmal auch stellvertretend von uns und unseren Sehern natürlich auch unser ganz großes Danke an Sie und Ihre Abteilung für das, was Sie da geleistet haben dieses Jahr. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann ist Zeit für unser Dienstagsduell. Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross diskutieren gleich im Studio. Es ist unser letztes Duell vor Weihnachten und die beiden Herren haben versprochen, dass sie es heute weihnachtlich besinnlich angehen. Schauen wir mal, ob sie sich daran halten. Überzeugen Sie sich am besten selbst. Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich zurück.